Frau Präsidentin, noch einer leibhaftig hier. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, der Vertrag von Aachen ist die Fortsetzung des Élysée-Vertrages und Übersetzung und Verdichtung für die heutigen Herausforderungen. Und deswegen mag er von der Emotionalität nicht so groß sein, dass ganz große Symbolik dahinter steht, aber drin steckt sehr viel mehr, als das in manchen Beiträgen hier aufgeschrieben hat. Ich will mich nicht nur, aber insbesondere mit dem Artikel 4 des Vertrages auseinandersetzen. Natürlich ist die Politik, die gemeinsame Politik, wenn ich alleine an die Arbeit im Bereich des Klimaschutzes, ich erinnere an COP 21, das Pariser Abkommen, den Pariser Vertrag und an die Zusammenarbeit, die wir in diesen Bereichen haben, bis hin zu den Punkten, die die gemeinsame Außenpolitik betreffen, im Wesentlichen in Europa nicht alleine, aber im Wesentlichen schon durch den deutsch-französischen Motor mit inspiriert, und das soll auch so sein. Deswegen ist die Vereinbarung Artikel 4 eine besondere bilaterale Beistandspflicht zu haben. Ja, das ist eine neue Qualität. Aber es ist, Herr Kollege Gauland, exakt das, was die territoriale Zuständigkeit und darüber hinaus in der Verpflichtung des Artikel 42.7 des EU-Vertrages und eigentlich des alten Brüsseler Paktes der Westeuropäischen Union mit beinhaltet hat. Es hat sich hier überhaupt nichts geändert. Herr Schmidt, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kleinwächter? Ich erlaube mal. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Das verwundert mich nun doch, Ihre Aussage, dass das eben keine deutliche Relevanz oder keine Zunahme hätte, denn es gibt ein wissenschaftliches Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes genau zu diesem Thema, das eben sagt, dass diese Bündnisverpflichtung in Artikel 4, die sich in diesem Aachener Vertrag befindet, deutlich über die Reichweite hinausgeht des Artikel 5 des NATO-Vertrags als auch des von Ihnen gerade erwähnten Artikel 42 Nummer 7 der EU-Verträge. Es ist nämlich so, dass in dieser Bündnisverpflichtung nach Artikel 4 des Aachener Vertrages drinsteht, dass das explizit militärische Mittel einschließt. Und genau das ist im EU-Vertrag nicht gegeben. Im EU-Vertrag gibt es nur eine Beistandsverpflichtung, und es gibt diese Beistandsverpflichtung auch für terroristische Anschläge nur als Hilfeleistung. Das regelt nämlich Artikel 222a EUV. Und auch die NATO-Bündnisverpflichtung ist nicht unbedingt als direkte militärische Hilfeleistung gemünzt. Würden Sie mir also zustimmen, das ist, wie der wissenschaftliche Dienst auch herausgefunden hat, selbst bei einem Terroranschlag, selbst bei einem Cyberangriff möglich wäre, dass Frankreich von uns völkerrechtlich den Kriegseinsatz fordert und dass wir deswegen in den Krieg eingebunden werden könnten. Haben Sie das in Ihrer Fraktion besprochen, geprüft, und sind Sie sicher, dass Sie das beschließen wollen? Also, Herr Kollege, wenn Sie mich gefragt hätten, ob ich Ihnen zustimme, dass Sie sich etwas in den verschiedenen Vorschriften verloren haben, dann würde ich sagen, ja. Ich empfehle Ihnen tatsächlich mal den Blick darauf, was die Westeuropäische Union in der Tat in einer stärkeren Verpflichtung, als das im Artikel 5 des NATO-Vertrages drinsteht, seit 1952 vorsieht. Nichts anderes ist hier drin, und ich habe, Frau Präsidentin, darf man sagen, tiefsten Respekt oder höchsten vor dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, aber ich habe noch mehr Respekt vor der Denkschrift der Bundesregierung zum vorliegenden Vertragswerk, und das bitte empfehle ich zu lesen. Da steht nämlich exakt drin, dass der 42.7 die Grundlage mit ist. Ja, und machen Sie doch in Ihrer Fraktion auch eine Diskussionsrunde. Ich bin gerne bereit zu einem Sachkenntnisvortrag und Information ohne Honorar für Sie. Die Fragen, die wir hier zu stellen haben, ist, und da will ich durchaus sagen, ja, der bilaterale Aspekt des Artikels 4, der ist interessant, und er ist mehr als die bisherige Verpflichtung aus dem Élysée-Vertrag heraus. Es ist eine politisch verstärkende Wirkung für Zusammenarbeit,
Und ich muss schon sagen, dass wir dann gerade in diesen Bereichen auch stärker zusammenarbeiten müssen. Kollege Link hat einiges angedeutet in dem Zusammenhang. Also von der Überschrift Geheimabkommen ist mir eigentlich nur das berühmte Schmidt-Debré-Abkommen aus dem Jahre 1972 bekannt. Aber gerade dieses, und das muss der Korrektheit dazu gesagt werden und der politischen Notwendigkeit, hat ein gewisses Spannungsverhältnis mit dem, was im Jahr 2000 als Rüstungsexportrichtlinien bei uns national einseitig festgelegt worden ist. Und ich empfehle uns allen, dass wir im Hinblick auf das Gebot, das auch in diesem Vertrag drinsteht, die Zusammenarbeit zu verstärken in diesem Bereich, die Dinge miteinander wieder zusammenzuführen. Nur wer in allen Bereichen Verlässlichkeit signalisiert, wird in der Lage sein, eine Vertiefung der Integration und vor allem der Zusammenarbeit der beiden Länder auch im Bereich der Diplomatie, im Bereich der Entwicklungspolitik und auch im Bereich der Sicherheitspolitik zu erreichen. Der Artikel ist, ach ja, da fällt mir noch ein Punkt ein, den hatten Sie nicht gefragt, aber ich hätte ihn gern auch geantwortet, zum Flugzeugträger. Da würde ich gerne jede Diskussion aufnehmen. Aber die nicht zu lang, die Redezeit ist Frau Präsidentin, nehme ich gern zur Kenntnis. Ich sage ja, ich biete an. Nicht Ihnen, Frau Präsidentin. Ich kann natürlich alle Fraktionen gehen, das geht ja auch nicht. Aber der Flugzeugträger, den Annegret Kramp-Karrenbauer gemeint hat, das ist die symbolische Notwendigkeit, dass sich europäische Sicherheitspolitik strategisch gemeinsam ausrichten muss. Und dazu braucht sie auch gemeinsame Blickwinkel und Strukturen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian Schmidt.